Schaut mal, was ich links geschrieben habe. Trust me, take all tanks that we have, push hard into city and we win. Ich bin der festen Überzeugung, wenn man mit allen Panzern jetzt in die Stadt pushen würde, würde man das Spiel gewinnen. Wisst ihr auch warum? Weil zwei oder drei TDs von denen werden auf der Einserlinie stehen und mit der Stadt nichts zu tun haben. Ja, plus deren Artis müssen ja erstmal auf Position. Wenn du schnell genug hier reinpushst, dann könntest du rein theoretisch... Jetzt müssten die aber auch mitpushen, ne? Wir hätten hier auf jeden Fall übelste Vorteile. Ja, push doch mal mit. Ja, das ist das Ding, wenn die Leute nicht mitpushen, ne? Wir hätten jetzt schon längst die Stadt erobert. Vertraut mir. Vertraut mir einfach. Wir hätten schon längst die Stadt. Ja, keiner pusht mit. Wir hätten schon längst, aber wirklich schon längst die Stadt erobert. Schon längst. Ja. Absolutes Gebotte. WZ 105. 111.5a. Der müsste hier hart mit reinpushen. Aber die Leute wollen niemals Taktik spielen. Die wollen immer nur ihre... Vertraut mir, die Stadt vom Gegner wäre jetzt innerhalb von einer Minute gefallen. Eine einzige Minute. Würden auch mal zwei, drei Leute von den Heavys mitpushen, haben sie aber nicht gemacht. Dementsprechend ist das Ergebnis so, wie es ist. Ihr müsst schon ungewöhnliche Taktiken ausprobieren, um dann schnell, hart und sicher zu gewinnen, ja. Ihr müsst bereit sein, auch mal Risiken einzugehen. Da waren in der Stadt nur drei Panzer. Würden die alle reinpushen, hätten wir innerhalb von einer einzigen Minute die komplette Stadt übernommen. Eine einzige Minute und wir hätten das Spiel eigentlich schon so... Weil, wenn du die Stadt hast, kannst du auch die Mitte outspotten und rausschießen. Plus die Artis, die da hinten im Busch stehen, kriegst du auch raus. Das heißt, eigentlich so innerhalb von 2-3 Minuten hast du die komplette Map-Control. Aber gut, ne? So ist das. Kannst du nichts machen, wenn die Leute nicht mitpushen.
Naja, ich habe voll verpeilt, dass ich gerade am Aufnehmen bin. Ich war so in meinem Modus. Lol. Ich war voll in meinem Modus, ey. Macht nix. Ich war voll im Modus. Oh, die Budget-Runde haben wir gewonnen. Hier könnt ihr mal sehen, der WZ-111-5A OP 10er Heavy. Gerade mal 200 Damage. Der Typ, der irgendwie, der hat keinen Plan, was er da veranstaltet. 35.000 Gefechte, 46% Winrate. Bleibt halt hinten stehen, ne? Obwohl ich da drin schon alles gespottet hatte. Der hätte einfach nur mal mit reinpushen müssen. Ein Glück, dass wir das überhaupt gewonnen haben. So, eine letzte Runde lege ich auch noch hin. Komm, einmal FV 4005, Sternenzerstörer. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ja, wenn Teamwork nicht geschieht, dann hast du halt in diesem Spiel verloren. World of Tanks ist ein reines Taktik- und Teamwork-Spiel. Diese zwei wichtigen Regeln, wenn man die nicht einhält, dann verliert man Spiele. Nämlich mit drei Artis wird die linke Flanke. Und unser Team hört zu. Wunderbar, sowas liebe ich, wenn das Team mal einfach mal versteht und zu. Was hat die Grille jetzt rechts vorne verloren? Nichts. Bruder Jakob, du musst nach hinten. Grille, du hast da vorne nichts verloren, ey. Vertrau mir. Weißt du warum? Der stellt sich jetzt da in diesen Busch und wird dann von allen drei Artis zerschossen. Könnt ihr jetzt gleich mal sehen, wie unsere Grille einfach ruckzuck stirbt. Weil wenn die einmal wissen, und vor allen Dingen, es gibt auch Artis, die blindshotten da rein, und der ist da komplett verloren. Der Gegner hat drei Artis. Zwei davon T92er. Die dickste Kanone im Spiel, T92er und GWE 100. Jo, und schon ist er auf. Herzlichen Glückwunsch, Grille. Du hast auf jeden Fall den Bot-Bingo gewonnen, Bruder. Das war der größte Bot-Move aller Zeiten. Niemand spottet die Mitte, ist ganz schlecht. Also zwei Heavys hätte ich schon unten rechts gerne gehabt. Ich weiß ja nicht. E100. Ja, herzlichen Glückwunsch, FV bounced an WZ, Alter, ey, willst du mich verarschen? Warum ignoriert denn unser Team jetzt die rechte Flanke komplett, Alter, was ist das? Was ist denn mit dem E100 kaputt, warum kommt der nicht hier hin? Hallo? Ey, was ist das? Ja! Ja, herzlichen Glückwunsch, E100. Also, hat doch keiner gesagt, dass jetzt alle nach links sollen. Ja. Jagdpanzer E100 mitten auf der Map rumgestanden und gestorben. Kein Scout in der Mitte, kein Medium in der Mitte und ich bin hier isoliert. Komplett falsch gespielt. Anders kann man das nicht sagen. Oh, wenigstens haben wir den mal rausgekriegt. E100
E100, warum bist du so ein Feigling und versteckst dich da hinten? IS-7 fährt kreuz und quer über die Mitte. Leopard campt, anstatt da die Mitte zu spotten. Ach ja, E100, wirklich schäm dich, schäm dich, Bruder, schäm dich. Ich krieg hier jetzt sinnlos meinen Panzer weggeschossen. Und E100 chillt da hinten. Unglaublich. Guck mal, wie sinnlos ich hier sterben muss. Mit einem butterweichen Panzer. Grille, hallo, schieß doch mal. Und guck dir mal unseren E100 an, Alter. Bruder Jakob, der hat keine HPs mehr, obwohl der nicht mitgekämpft hat. Was ist das für eine Position? Ist doch klar, dass du von überall kassierst, Junge. Da, überall freie Fläche, von überall die Artis, die TDs, die Mediums, Alter. Und dann wunderst du dich, dass du hier HP verlierst. Du hättest ja oben wenigstens irgendwo hinter dem Felsen oder da, aber nein, mitten auf, genau wie der Jagdpanzer E100. Strategischer Fail. Absoluter Fail. Leopard natürlich komplett AFK. Komplett, der gammelt nur, Alter, der hilft der Base null. Unglaublich, ey. Ja, Leute, ihr wisst, ich bin Twitch aktiv, aber massiv aktiv. Ja, ja, Bruder, chill noch ein bisschen, bis alle tot sind. Das ist gar kein Thema, ja. Absolut geil gespielt, ne? Kann man nichts sagen. Strategischer Fail, ne? So. Wenn die Leute überhaupt kein Verständnis für die Map haben. Habt ihr gesehen? Jagdpanzer E100 und der E100. Beide sind sinnlos gestorben, weil sie einfach auf einer offenen Fläche standen und natürlich aus allen Himmelsrichtungen kassiert haben. Also wir haben schon mal zwei 10er Panzer da komplett sinnlos verloren. Komplett sinnlos. Die Grille ist auch vorgefahren, hat sich da die übelsten Treffer kassiert. Ja, egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich freue mich, wenn ihr auf Twitch vorbeischaut. Akku Power Twitch. Zusammengeschrieben. Da geht's richtig rund. Bis dann. Checkt die Links in der Videobeschreibung. Da sind alle Links.